Liebe Erstsemesterstudierende, willkommen an der Humboldt-Universität zu Berlin. Leider ungewöhnliche Zeiten, Corona-Zeiten, darum eine digitale Immatrikulationsfeier. Sie soll euch aber nicht weniger herzlich empfangen heißen als eine der üblichen Präsenz-Immatrikulationsfeiern. Und hier ist für euch das Grußwort unserer, eurer Präsidentin. Liebe Studierende, liebe Neu-Humboldtianer und Humboldtianerinnen, normalerweise stehe ich jetzt am ersten Tag des Wintersemesters in unserem großen Audi Max und schaue auf viele Reihen voller Erstsemester vor mir. Das ist immer etwas ganz Besonderes. Heute aber melde ich mich aus unserem weitgehend leeren Hauptgebäude zu Ihnen. Corona lässt es leider nicht anders zu. Und obwohl aus der Ferne, begrüße ich Sie alle doch ganz herzlich an der Humboldt-Universität zu Berlin. Viele von Ihnen haben in diesem Frühjahr schon ein ganz spezielles Abitur hinter sich gebracht. Nachdem Sie hoffentlich den Sommer als eine kleine Atempause von Corona genießen konnten, steht Ihnen nun ein ganz spezieller Start ins Studium bevor. Wir haben uns einiges ausgedacht, um Ihnen den Erstsemestern an der Humboldt trotz aller Umstände ein frohes und herzliches Willkommen zu schicken und Sie an Ihrer neuen Alma Mater begrüßen zu können. In der vergangenen Woche habe ich selbst die Kamera eingepackt und versucht, Sie zu einigen wichtigen Orten des akademischen Lebens an der Humboldt mitzunehmen. Sie sollen wissen, wir sind für Sie da und lassen Sie nicht allein. Und so haben wir heute einen digitalen Infomarkt vorbereitet, der Sie mit sämtlichen wichtigen Infos rund um den Start ins Unileben versorgen soll. Die Startseite unserer Universität ist exklusiv mit Infos gefüllt, die Ihnen, unseren neuen Studierenden, eine Orientierung für den Einstieg in Ihr Studium geben soll. Ihnen allen, die Sie Teil einer ganz besonderen Generation von Humboldtianern sind, wünsche ich spannende Einblicke und vor allem alles Gute im Ankommen bei uns an der Humboldt und bei uns in Berlin. Von wo auch immer Sie nun zuschauen, noch einmal ein ganz herzliches Willkommen. Ein Studienbeginn ist vor allem unübersichtlich. Aber es gibt jede Menge Leute hier an der Universität, die euch helfen können und helfen werden. Und einige von denen stellen sich euch jetzt vor. Mein Name ist Christian Kassung. Ich sitze hier in einer zweifachen Funktion. Ich bin Professor an der Kulturwissenschaft und im Moment Dekan einer ziemlich großen Fakultät, der KSBF, Kultur-, Sozial- und Bildungswissenschaftliche Fakultät. Das ist eine riesige Fakultät, hat so ungefähr die Größe einer kleineren Universität. Und für mich ist es hier besonders spannend, dass so viele unterschiedliche Fächer an dieser Fakultät zusammenkommen. Und das ist, glaube ich, auch etwas, wovon alle profitieren können. Nämlich nicht nur ihre eigenen Fragen bearbeiten, ihre eigenen Fächer studieren, sondern auch mal über den Tellerrand schauen und gucken, was läuft so in den anderen Instituten. Mein Name ist Christoph Schneider. Ich bin Professor für Klimageografie am Geographischen Institut der Humboldt-Universität. Das ist in der Mathematisch-Naturwissenschaftlichen Fakultät, die in Adlershof beheimatet ist. Das Geographische Institut ist eines der größten in Deutschland. Wir forschen ganz viel zur Nachhaltigkeit und sind eigentlich auch so eine Art Sustainability Hub für die Humboldt-Universität zu Berlin. Mein Name ist Jochen Leib, ich bin Leiter der Allgemeinen Studienberatung und Information. Dazu gehört Kompass, die zentrale Erstinformation, wo so alle Fragen ankommen, die man zur Uni, zu Studium, zu Studienbeginn, Bewerbung stellen kann. Die allgemeine Studienberatung und die psychologische Beratung. Ich bin Rike Bruns, bin seit circa einem Jahr im Hochschulsport der HU tätig und dort eine von 6 Sportartenbereichsleiterinnen für den Wintersport, Veranstaltungen und Presse- und Öffentlichkeitsarbeit verantwortlich. Ich bin der Adrian, ich bin Absolvent im Masterstudiengang Musikwissenschaft hier an der Humboldt-Uni und ich bin Teil der studentischen Initiative Nachhaltigkeitsbüro.
Mein Name ist Cosima Kopp. Ich studiere seit 2016 an der HU im Bachelor Deutsche Literatur und Europäische Ethnologie. Dieses Semester fange ich mein Masterstudium in Europäische Literaturen an. Außerdem bin ich auch noch Chefredakteurin der Unaufgefordert, der unabhängigen Studierendenzeitung der HU. Liebe KommilitonInnen, auch wir heißen euch herzlich willkommen an der Humboldt-Universität. Wir sind Jule und Benny, VertreterInnen des ReferentInnenrats, kurz REFRAT. Der REFRAT ist die politische Vertretung der knapp 40.000 Studierenden an der Humboldt-Universität. An anderen Unis heißt sie meist ASTA, Allgemeiner Studierendenausschuss, oder STURA, StudentInnenrat. Auf Fachbereichs- bzw. Studiengangsebene gibt es Fachschaftsräte und Initiativen, die euch vertreten und beim Studium unterstützen. Der REFRAT gliedert sich in 16 Referate, die vom STUPA, dem Studierendenparlament, gewählt werden. Einmal im Jahr, in der Regel im Januar, seid ihr zur Wahl des STUPAs aufgerufen. REFRAT, STUPA und Fachschaften sind alle Teil der studentischen Selbstverwaltung, die wiederum autonome Teilkörperschaft der Universität ist. Sie gibt sich ihre Satzung selbst und ist damit eine unabhängige, demokratische Institution. Sie untersteht nur der Rechtsaufsicht der Universität. Was machen wir? Wir unterstützen euch bei eurem Studium und eurem Engagement an der Universität. Aber vor allem vertreten wir eure politischen Interessen, universitätsintern und extern. Wir haben ein sehr breit aufgestelltes studentisches Sozialberatungssystem, kurz SSBS. Beispielsweise mit der Studienfinanzierungs- und BAföG-Beratung, die Antidiskriminierungsberatung ADB, verschiedene kostenlose Rechtsberatungen mit Anwälten und viele mehr. Es gibt zahlreiche Projekte der studentischen Selbstverwaltung, wie die Zeitung Buch, die vom Referat für Publikation herausgegeben wird, das Café Krähe, das studentische Begegnungszentrum MOPS, die selbstorganisierte Fahrradwerkstatt Hubschrauber und viele verschiedene Studiengruppen, die zum Beispiel die kritischen Orientierungswochen organisieren. Wenn ihr die Möglichkeit habt, lasst die Regelstudienzeit außen vor, mischt euch ein und gestaltet die Uni mit uns. Ihr habt jetzt einige Humboldtianerinnen und Humboldtianer kennengelernt. Sie werden versuchen, euch eure Fragen zu beantworten. Es wird ihnen aber nicht immer gelingen. Wer wohnte einst an dem Standort Ihres Instituts in der Georgenstraße 47? Na, da wohnte Hegel da selbst. Wo fanden die berühmten Kosmoslesungen Alexander von Humboldts statt? Das wissen wir nicht genau. Das ist eine ganz große Frage. Nein, sie fanden natürlich im Hauptgebäude statt. Und wir haben versucht herauszufinden, in welchem Raum. Leider ist das nicht mehr möglich zu rekonstruieren, weil die Architekturgeschichte da gemeinerweise die Pläne verloren hat. Wo steht das erste Denkmal einer Wissenschaftlerin und wen stellt es dar? Oh Jesus, Maria und Josef. Sehr gute Frage. Naja, ich denke mal, im Ehrenhof wird was stehen. Die erste Wissenschaftlerin der HU müsste Lise Meitner vielleicht gewesen sein. Okay. Die HU in drei Worten. Der wunderbarste Ort, an dem Lehrende und Studenten... In drei Worten? Ich bin Humboldt. Wie viele Liegenschaften gehören zur Humboldt? 150, 300 oder 400? Boah, das ist immer richtig schwierig, aber ich vermute, es sind 150. Ja. Welchen runden Geburtstag feiern Virchow und von Helmholtz in 2021? Ich denke, die beiden sind dann jeweils 200 Jahre. Was ist das MOPS? Das MOPS ist ein Veranstaltungsraum in Adlershof, der von den Studierenden betrieben wird. Auf welchem Campus steht der Trudelturm und was geschah früher darin? Der Trudelturm, das ist so ein Betonbauwerk in Adlershof und dort sind früher Versuche zur Aerodynamik gemacht worden, als die Luftfahrt gerade sich so entwickelt hat. Wo verbringen Sie Ihre Mittagspause in Adlershof? Ich gehe, wenn ich rausgehe aus dem Institut, eigentlich meistens rüber zur Esswirtschaft. Aber Adlershof hat inzwischen eine ganz tolle, vielseitige Gastronomie und man geht nicht immer zum gleichen Ort. Welchen runden Geburtstag feierte Alexander von Humboldt im vergangenen Jahr? 150, 200 oder 250? Gott sei Dank ist es eine Multiple-Choice-Frage.
Aber es ist trotzdem schwieriger, als ich dachte. Ich war dabei und sage jetzt einfach mal 200. Falsch. Verdammt. Es waren 250. Schätzen Sie, wie viele Bilder hängen in der Nobelpreisträgergalerie im Hauptgebäude unter den Linden? Auch das wusste ich mal, weil wir Führungen da gemacht haben. Sie sehen dort 27 oder 29 ältere Männer. Das ist eine gute Antwort. Es sind 29 Preisträger, aber es hängen nur 28 Bilder. Waren die Humboldts oder einer von beiden Mitarbeitern der Uni? Mitarbeiter der Uni? Definitiv nicht. Doch, warte mal, Alexander von Humboldt hat Kosmos-Vorlesungen gehalten. Aber ich weiß nicht, ob man das als Mitarbeiter zählen kann oder als Lehrbeauftragter, weil er an der Akademie war. Nennen Sie Ihren persönlichen Lieblingsort an der HU und verraten Sie uns doch auch, was Sie damit verbinden. Mein Lieblingsort ist der Ehrenhof, gerade im Winter, so morgens um 8, wenn die Sonne vom Alex aufsteigt, man draußen stehen kann mit einem Kaffee und entspannt in den Tag starten kann mit guten Gedanken. Beschreiben Sie Ihre Einrichtung in maximal 3 Sätzen. Der Hochschulsport bietet Studierenden, Mitarbeitenden, Alumni und Externen ein vielfältiges Sportprogramm in den Semesterferien und im Semester. Zudem organisieren wir Wettkämpfe, Veranstaltungen und sind für die Studierendenspitzensportler verantwortlich. Seit wann dürfen Frauen an der Uni studieren? 1909, 1920 oder 1923? Seit 1909. Was war früher in den Räumen der heutigen Sportmedizin am Campus Nord? Die Tiermedizin. Wann wurde die Forschungssporthalle am Campus Nord fertiggestellt? 2009, 2011 oder 2012? 2012. Was ist eigentlich das TAT? Was ist es heute? Was war es früher? Das Tieranatomische Theater war früher eine Schlachterhalle, glaube ich. Und heute ist es ein Hörsaal bzw. Veranstaltungsstätte. Wo kann man am Campus Nord gut Kaffee trinken? Am roten Kaffeecontainer mitten auf dem Campus. Beschreiben Sie das Nachhaltigkeitsbüro in maximal 3 Sätzen. Das Nachhaltigkeitsbüro ist ein studentisches Korrektiv für mehr nachhaltige Entwicklung hier in dieser Uni. Und wir sind eine intellektuell fitte, unglaublich motivierte Truppe, die einfach Bock hat, Nachhaltigkeit in diese Uni zu bringen. Und wir freuen uns, wenn ihr mit dabei seid. Wie viele Tiere leben am Campus in Dahlem? 100, 500 oder 2000? Ich sage einfach mal 2000. Wann hat das Studierendenwerk Berlin die Verwendung von Pappbechern ganz eingestellt? 2015, 2017 oder 2019? Ich fürchte, das war leider erst 2019. Was ist das Studium Ökologikum in kurzen Sätzen? Das Studium Ökologikum ist ein überfachliches Waldlichtangebot für alle Studierende, die Lust haben, Nachhaltigkeit in ihr Studium zu bringen. Nennen Sie Ihren persönlichen Lieblingsort an der HU und verraten Sie uns doch auch, was Sie damit verbinden. Mein persönlicher Lieblingsort an der HU ist der Innenhof der Musikwissenschaft am Kupfergraben. Der ist total schön ruhig gelegen und wird von einem ganz großen Baum ausgeschmückt, der eine tolle Atmosphäre erschafft. Welchen Hörsaal mögen Sie am liebsten? Das Tieranatomische Theater am Campus Nord. Was bedeutet es für Sie, an der HU zu studieren? Ich finde es toll, an der HU zu studieren, weil es praktisch im Zentrum, im Herzen von Berlin ist, wo man inmitten von Kultur und Politik ist und sich auch selber daran beteiligen kann, wie beispielsweise im Stupa oder halt auch beim Campusradio oder bei der Unaufgefordert. Über 2,5 Millionen Bücher lagern in der größten Bibliothek Deutschlands, der Universitätsbibliothek der HU. Wie heißt das Bibliotheksgebäude mit vollem Namen? Das Jakob und Wilhelm Klimm-Zentrum. Wie nennt man umgangssprachlich das Gebäude der juristischen Fakultät am Bebelplatz? Die wird die Kommode genannt. Welchen runden Geburtstag feierte Alexander von Humboldt im vergangenen Jahr? 150, 200 oder 250? Den 250.
Liebe Erstsemesterstudierende, das war die digitale Immatrikulationsfeier. Ich hoffe, wir sehen uns bald hier im Hauptgebäude auf einem der Campi. Zunächst natürlich erstmal virtuell. Seid willkommen an der Humboldt-Universität zu Berlin. Tschüss, bis bald.